Sie will uns alles nehmen. Ach ja? So, jetzt kommt es. Will sie das? Lasst es gut sein. Halt's Maul, alter Mann. So, jetzt habe ich es aber geschafft. No! Mach die Hure kalt, Walter! Nein, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Er ist doch kein so böser Mensch. Hilfe, kommt hier rauf! Männer! Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr alle... Nun, William wird wahrscheinlich an seinen Verletzungen sterben. Was mit Lady Wigan ist, das weiß ich nicht. Oh jo. Er wird hier elendig nicht krepieren. Und er sieht den Teufel nochmal. Jetzt sagen wir seinen Leuten. Hätte das ja wohl auch anders ausgehen können? Also, dass er überlebt und ich auch? Oder war dieser Tod jetzt vorprogrammiert? Hey! Schluss damit! Lasst sofort eure Waffen fallen! Seht das Banner des neuen Grafen von Shiring! Und wir haben es geschafft. Wir haben Earth's Castle zurück. Wir haben das Versprechen gegenüber unserem Vater eingelöst. Lord Hamley ist tot. Die Burg gehört jetzt wieder der Familie des früheren Grafen. Was? Du willst es wohl verscheißern? Es war der Wunsch des Königs. Wer hat ihn umgebracht? Ich habe ihn getötet, er hat sich selbst... Weil er sich weigerte, Earl's Castle friedlich zu übergeben. Ich habe ihn getötet. Es ist Zeit, dass ihm ein gerechter und wahrer Graf nachfolgt. Er starb durch meine Hand. Mein Name ist Lady Aliena von Shiring. Ob das jetzt wohl positiv Einfluss hat? Ich bin die Tochter von Bartholomäus, des früheren Herrn dieser Grafschaft. Ich bin hier, um die Tyrannei William Hamleys zu beenden und in Shiring die Ordnung wiederherzustellen. Unsere Besatzung von Shiring wurde für rechtswidrig erklärt. Jeder Angriff auf uns ist rechtmäßig und vom König abgesegnet. Und was geschieht jetzt mit uns? Ich werde dem König sagen, dass William Hamley euch zu allem gezwungen hat. Dass jede Schandtat, die dem Volk von Shiring zugefügt wurde, allein sein Tun war. Was? Diese Schweine gehören an den Galgen! Ja, hängt sie, hängt sie! Nein, ihr werdet den Menschen helfen, ihr seid frei zu gehen, ihr werdet uns dienen. Der wirkliche Übeltäter ist tot. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Nein, wir wollen nicht nochmal Blut vergießen, aber wir wollen Gutes tun, deswegen werden wir den Leuten helfen. Freizugehen will ich nicht machen, weil ich soll ja schon so ein bisschen büßen. Ich weiß, dass du das Zeug zum Anführer hast. Mehr, als ich es jemals haben werde. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Ich wollte doch was sagen. Du hast nie gezögert, Vater den Eid zu schwören und ihn zu erfüllen. Ich werde den Titel des Grafen tragen. Doch es ist nur ein Titel. Du bist die wahre Herrin von Shiring. Danke, Bruder. Gemeinsam. Sag das nicht. Wir werden gemeinsam regieren. Lass uns das später bereden. Ich schulde dir viel, Ellie. Die Tyrannei von William Hamley hat ein Ende. Die Grafschaft von Shiring gehört wieder ihrem rechtmäßigen Erben. So, später ansehen.
gucken, was jetzt passiert. Nun schickt einen Boten nach Kingsbridge und sagt Prior Philip, dass Shireen endlich frei ist. Was ist los? Warum lachen Sie? Ihr könnt einen Boten schicken, wenn ihr wollt. Aber vom Prior wird nicht mehr viel übrig sein, wenn er ankommt. Was geht hier vor? Wird Kingsbridge eventuell angegriffen? Der Papst glaubt, wir sollten ihn entweder verbrennen oder ihn zum Bischof von Kingsbridge machen. Ich habe bereits alles in die Wege geleitet. Meine Männer haben ihn festgenommen, als Kingsbridge ungeschützt war. Als seine Freunde die Burg des Grafen erobert haben? Ja. Wenigstens in seinem Tod ist euch William Hamley noch nützlich gewesen. Na toll, wir haben die Burg erobert und die haben dafür Kingsbridge genommen. So, Kapitel 20. Das Ende. Seht all diese Leute. Es sieht so aus, als hätten sie Spaß daran. Sie ändern sich nie. Ihr geifernden Hunde solltet euch schämen. Halt's Maul, du alte Hexe! Alan? Mir geht es nicht gut. Ich kümmere mich. Ah, der Prozess gegen Philip wahrscheinlich, oder? Und beeilt euch! Ist deine Mutter krank? Das ist es nicht. Hier haben sie meinen Vater gehängt. Das Hohe Gericht. Die Beisitzer. Der Bruder des Königs von England. Der ehrwürdige Herr Bischof Henry von Winchester. Und ihre Hochgeboren Gräfin Lady Aljena von Shiring. Der Vorsitzende. Der ehrwürdige Herr Bischof von Shiring und Kingsbridge. Walleran Bigot. Jetzt soll ich mit darüber entscheiden? Also Lady Aljena? Die Kirche ist nicht ohne Fehl. Wir haben uns heute hier versammelt vor Gottes Angesicht, um über einen der unseren zu richten. Er hat geschrieben, dass Kirche und Papst nicht notwendig sind als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Dass Gott im Menschen wohnt, dass alle Menschen gleich sind und dass jeder Sünder dem Herrn so nahe steht wie der Papst selbst. Jetzt bitten wir Gott um sein Urteil. Denn sein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. Nicht unser und nicht euer. Ihr werdet der Ketzerei angeklagt. Philip von Gwynedd, wie bekennt ihr euch? Ich bin nicht schuldig. Nicht schuldig. Warum soll ich das auch sagen? Ich bin nicht schuldig. Unschuldig? Wer sagt, ihr seid unschuldig? Eure Lehren sprechen eine andere Sprache. Schuldig, sage ich. All dies erfüllt mich mit Trauer. Vielleicht wird es euch überraschen, aber wir hatten gehofft, euch zum Bischof von Kingsbridge zu machen. Wie konnte es so weit kommen, Philip? Zum Teil war es meine Schuld. Ich habe Philip in seinen ersten Jahren unterstützt.
Ich beantrage, dass Philipp ab sofort seines Amts als Prior entkleidet wird. Nein! Und dass er in Gewahrsam genommen wird, bis Shiring und ganz England von den vergifteten Worten geheilt sind, die er verbreitet hat. Nein! Was? Verzeiht ihm doch. Ja? Beschuldige Wallerman selbst. Stimmt ihr etwa nicht mit der Kirche überein, Gräfin? Ihr beschuldigt Philipp, weil er sich euch widersetzt hat. Ich machte ihn zum Prior. Und dankbar war er nicht. Aber nein, ich klage ihn an, weil seine Lehren falsch sind. Und ich will beweisen, dass Philipps Entscheidungen in der Vergangenheit mehr als einmal falsch waren. Ruft Remigius auf! Was will er denn jetzt? Prior von Shiring. Vater Remigius. Mein Herr Bischof. Sagt dem Gericht Remigius, was ihr mir erzählt habt. Viele Jahre habe ich als Subprior von Kingsbridge gedient. Erst für Prior James, dann für den Angeklagten. Was war euer erster Eindruck von ihm? Ich nahm Anstoß an der Art und Weise, wie er die Diskussionen im Kapitelhaus geführt hat. Was noch? Unser Prior Philipp hat den Flüchtlingen aus Earls Castle. Jetzt kommen die ganzen Entscheidungen zum Tragen, die ich getroffen habe. Ist das nicht eine gute Tat? Ein Akt der Nächstenliebe? Ihr kennt ihn nicht so gut, wie ihr ihn zu kennen glaubt, Gräfin Aliena. Das wird sich heute jedoch ändern. Dann, am ersten Tag unseres Wollmarkts, wurden wir angegriffen. Ich habe davon gehört. Schrecklich. Ich versuchte, das Leid einer Frau mit den Worten der Heiligen Schrift zu lindern. Die Frau unseres Baumeisters wollte sie mit giftigen Kräutern verhexen. Und Philipp schritt ein? Ja, er warf diese Gifte weg. Das hat er gut gemacht. Unschuldig. Natürlich hat er das getan. Eine von Philipps weiseren Entscheidungen. Eine von vielen. Und dann kam der Tag, als die Statue der Jungfrau Maria in Kingsbridge ankam. Ich habe nicht geglaubt, dass es ein Wunder war. Ich doch auch nicht. Die heilige Maria! Natürlich ist es ein Wunder! Die Jungfrau hat selbst zu mir gesprochen! Ich auch! Zweifellos ist es ein Wunder. Ich habe von vielen gehört, die in Kingsbridge geheilt wurden. Ja! Amen! Amen. Heilige Maria, segne uns alle! Nun, mir wurde ja auch bald klar, dass es ein echtes Wunder war. Aber Philipp nicht. Ihm ging es nur um das Geld, das die Leute am Schrein der Jungfrau spendeten. Deshalb bin ich gegangen. Das war richtig. Amen. Nun, ich glaube, da gibt es noch etwas, das ihr uns nicht erzählt habt. Etwas sehr Wichtiges? Ja. Philipp hat ein Kind gezeugt. Bitte was? Unglaublich! Ich wusste es. Einen Sohn. Und er hat ihn in der Priorei aufgezogen. Ach so, nein, Jonathan ist nicht sein Sohn. Jonathan von Kingsbridge tritt vor. Das ist lächerlich. Ist es das? Ist das die Wahrheit? Seid ihr Philipps Sohn? Beantworte die Frage, Jonathan von Kingsbridge. Philipp war immer wie ein Vater zu mir. Philipp war immer wie ein Vater zu mir. Aber er ist nicht mein Vater. Genau. Woher weißt du das? Er hat es mir gesagt. Woher weißt du, dass er
die Wahrheit sprach. Sprecht! Er will nicht lügen. Antwortet Bischof Warren. Philipp würde nie lügen. Er sagte mir, man hätte mich im Wald gefunden. Im Wald? Ist das wahr, Philipp? Oder lügt ihr? Und weiter? Mein Bruder hat ihn im Wald gefunden. Er wurde im Wald ausgesetzt. Er wurde im Wald ausgesetzt. Mein Bruder hat ihn gefunden. Euer Bruder. Der Bruder, dessen Herrn ihr verraten habt. Wovon redet ihr? Philipp hat versucht, mich in eine Verschwörung gegen den Herrn seines Bruders, Graf Robert von Gloucester, zu verwickeln. Und seinen Verbündeten Graf Bartholomäus, euren Vater, Lady Aliena. Philipp hat all diese Flüchtlinge damals aufgenommen, weil er an ihrem Schicksal schuld war. Und an eurem, als ihr euren Vater und die Grafschaft verloren habt. Dies, Lady Aliena, ist der Mann, den ihr zu schützen versucht. Nun? Ich vergebe ihm trotzdem. Das tut man so. Dass er von Sorgen geplagt ist. Wir alle treffen manchmal Entscheidungen, die uns im Moment richtig erscheinen. Wenn sie in Wahrheit schreckliche Fehler sind. Ich bin dankbar, dass mir vergeben wurde, als ich einen Fehler machte. Jetzt vergebe ich ihm. Kehren wir nun zu unserem aktuellen Problem zurück. Es gibt jemanden, der bezeugen kann, wie Jonathan im Wald gefunden wurde. Und der ein Licht darauf werfen kann, wer wirklich Jonathans Vater ist. Und wer ist das? Jack. Mein Ehemann. Tretet vor. Wie ist euer Name? Er ist Jack der Jackson. Baumeister von Kingsbridge. Jack Wilder. Jack Jackson. Ach ja? Habt ihr den Mut verloren? Hat er was gesagt? Das habe ich nicht. Ihr wisst genau, weshalb es schwer für mich ist, euch gegenüberzutreten. Man nennt mich Jack, nach meinem Vater. Mein Name ist Jack Jackson. Ja, wir sind uns schon begegnet. Wie alt wart ihr, als ihr angeblich Jonathan als Kind im Wald gesehen habt? 12. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Philipp sagt die Wahrheit. Ihr wart ein Kind. Und was habt ihr dort getan? Im Wald? Ich lebte im Wald. Mit meiner Mutter. Sie waren Outlaws. Prior Remigius ist der vertrauenswürdigste Zeuge heute. Und seine Aussage belastet Philipp in nicht geringem Umfang. Die vagen Erinnerungen eines Outlaw-Kindes haben mich nicht vom Gegenteil überzeugt. Er hat ein Kind gezeugt! Nein! Oh Mann, nein! Und doch, Gräfin Aliena hat recht. Wir wissen nicht genug, um so hart über ihn zu richten, wie ihr es gefordert habt, Bischof Warren. Ihr habt recht, Bischof Henry. Wie ich sagte, es ist nicht an uns, über diesen Mann zu richten. Philipp von Gwynedd hat sich für unschuldig erklärt. Aber wie unschuldig ist er? Wir bitten Gott um sein Urteil. Als Bischof von Kingsbridge und Shiring verlange ich eine Feuerprobe. Was? Das ist Wahnsinn! Philipp von Gwynedd soll auf dem Scheiterhaufen geprüft werden. Oh Gott, nein. Er wird trotzdem sterben, oder? Wenn er schuldig ist, wird Gott ihn vor den Flammen bewahren. Wenn nicht, wird er als Ketzer und Sünder brennen, als den Gott ihn erkannt hat. Nein!
Walleren Begert. Diesmal nicht. Sie ist es. Ich habe das Kind und Francis gesehen. Ich war dort. Philipp ist nicht der Vater des Kindes. Er ist ein Narr, aber er ist ein guter Mensch. Wer ist dann der Vater? Ich bin es. Sie stecken alle unter einer Decke. Diese Frau ist eine Hexe und ein Outlaw. Sie lebt in Sünde mit einem Dieb. Er wurde vor 30 Jahren in Shiring gehängt. Er war kein Dieb. Er war ein guter Mensch. Du hast ihn ermordet, Walleren Begert. Was hat das zu bedeuten? Er war ein... Kommt jetzt raus? Er hat einen goldenen Kelch gestohlen, ihn eingeschmolzen und verkauft. Welchen Kelch? Den Kelch der Heiligen Messe. Er hat ihn aus der Kathedrale von Kingsbridge gestohlen. Sakrileg! Ja, Prior James von Kingsbridge hat ihn auf frischer Tat ertappt. Boah, ich mag gar nicht weglegen. Wegklicken jetzt. Da ist er, der Kelch. Ist das der Kelch? Ihr sagtet, er sei eingeschmolzen und verkauft worden. Glaubt nicht an ihre Lügen. Das könnte jeder Kelch sein. Das beweist überhaupt nichts. Wo habt ihr diesen Kelch gefunden? In einer geheimen Kammer. Wir glauben, dass Prior James ihn versteckt hat, weil er sich schuldig fühlte, Jacks Vater fälschlich angeklagt zu haben. Habt ihr irgendwelche Beweise? Er hat es mir gesagt. In der Nacht, als die Kathedrale abbrannte. Ich war dort. Ich habe ihn gesehen. Prior James ist Wochen vorher gestorben. Nein, das stimmt nicht. Bischof Henry, er spricht die Wahrheit. Ruhe! Das ist eine ganz schön verworrene Geschichte. Einen Zeugen vorzubringen, der eure Beschuldigungen gegen Bischof Walleren beweisen kann. Dieser Kelch allein genügt nicht. Wenn ihr dies nicht könnt, werdet ihr euch wegen Verleumdung verantworten müssen. Philipp von Gwyneth, ihr bleibt unter Arrest. Das Gericht vertagt sich bis zum Sonnenuntergang. Wo soll ich denn jetzt Beweise auftreiben? Wir brauchen einen Zeugen. Was machst du da? Ich habe gesehen, wie du Pläne für eine Kathedrale gezeichnet hast. Vielleicht können wir etwas Ähnliches tun, um einen Zeugen zu finden. Schauen wir mal. Dein Vater. Er sieht aus wie du. Wie meine Großmutter sagte. Und Bischof Walleren. Versuchen wir, die Verbindungen herzustellen. Vielleicht können wir so einen Zeugen finden. Gute Idee. Hä? Nun gut, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, ich bin raus. Tschüss.